Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren wöchentlichen Update. Und der wird auch wahrscheinlich so ein bisschen verrückt starten, denn ich habe ein Paket bekommen von irgendjemand von euch da draußen und ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Also ich habe gerade einfach nur das Paket aufgemacht, ich habe nichts erwartet, es kam bei Case King an und dann habe ich mir gedacht, okay, das sieht schon mal interessant aus und deswegen, ich zeige euch einfach direkt und dann schauen wir mal, was da drin ist. Z-Sonic, the heart of your system. Sheik hat das Ganze gerade schon mal begutachtet. Ja, ich weiß es wie gesagt nicht. Ich habe es nur hier aufgemacht und habe dann hier, bitte lesen, da ist irgendwie ein USB-Stick drauf an mich. Keine Ahnung. Ja, dann, also ich habe zwar so ein bisschen Angst, einen fremden USB-Stick jetzt einfach mal irgendwo reinzustöpseln, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass da nichts Bösartiges sein wird. Sicherheitshalber packe ich den aber in einen Laptop, wo nichts drauf ist. Man weiß ja nie. Ja, es ist tatsächlich Fanpost von Daniel und Marv. So viel weiß ich jetzt schon mal. Ich hoffe, Marv habe ich richtig ausgesprochen. Marvin wahrscheinlich. Auf jeden Fall, ja, ich bin sehr gespannt. Und da war ein kleiner Brief und ein paar Bilder auf diesem USB-Stick. Das habe ich mir jetzt gerade schon mal angeschaut. Jetzt, ich schaue einfach mal rein, was in dem Paket selber drin ist. Also der Nachricht konnte ich zumindest mal entnehmen, dass es alles so ein bisschen mehr retromäßig sein wird, was mich hier erwarten sollte. Und da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Ja, begrüßt auf jeden Fall schon mal von einer AGP-Grafikkarte. Was ist das hier? Ein Shift? Okay. Das ist das alte ROG-Logo. Das ist auf jeden Fall eine Asus-Blende, also interessant. Ich sehe aber schon mal ein MSI-Board. Ich packe jetzt mal kurz aus und dann sage ich euch gleich Bescheid, was drin war. Also ich kann jetzt schon mal sagen, dass in dem Paket ein paar richtig krasse Klassiker drin sind. Ich habe jetzt erstmal so ein paar Arbeitsspeicherriegel ausgepackt und dachte mir so, okay, was ist das hier alles? Und genau, Sheik ist natürlich auch mit am Start. Und dann habe ich jetzt gerade ein Mainboard aus dieser Box rausgeholt. Und dieses Mainboard, lustigerweise, suche ich dieses Mainboard schon länger für ein Hardware-Legenden-Video, weil das halt von MSI so ein richtig verrücktes Kühldesign ist. Aber ich zeige es euch mal eben. Also ich weiß nicht, wer von euch das Board hier kennt. Also es ist auf jeden Fall ein P35-Board, ist schon ein bisschen älter, 775er Sockel. Und dieses Board, es zeigt einfach, wie damals experimentiert wurde, was es damals für absolut verrückte Designs gibt. Also jetzt mal, schaut euch mal die Memory-Slots an. Also erstmal klar, wir haben jetzt nicht so eine clean Platine mit Abdeckung und so ein Kram wie heute. Davon sehen wir jetzt mal ab. Ich meine, wir haben auch einen schönen IDE-Slot für Festplatte. Aber wir haben einfach pinke RAM-Slots und blaue RAM-Slots gemischt, was schon mal ultra crazy ist. Aber schaut euch dieses Heatpipe-Design an. Das ist ein legendäres Board. Es ist wirklich ein absolut legendäres Board mit diesem mega verrückten Heatpipe-Design. Also damals war es ja noch so, dass man zwei Chipsätze hatte. Also wir haben ja hier die Southbridge, was ja heutzutage dann unsere PCH ist, also unser Plattform-Controller-Hub. Keine Ahnung, Z95 oder was auch immer. Und damals gab es ja hier noch die Northbridge. Die Northbridge ist ja mittlerweile in die CPU gewandert. Das ist das, was ihr heutzutage als quasi System Agent kennt, also wo dann die ganzen Zusatzfeatures mit drin sind und der RAM-Controller und sowas, das war ja früher alles da drin und genau, krasses Teil. Habe ich tatsächlich mal länger gesucht, nie gefunden bei eBay. Sehr schwer zu finden. Verrücktes Heatpipe-Design. Also vielen Dank nochmal an euch für dieses coole Paket, werde ich mir dann alles in Ruhe jetzt nochmal anschauen. Ein Ding muss ich euch auf jeden Fall aber noch zeigen. Erst habe ich mich so gefragt, so, hä, warum ist da eine Sonnenbrille mit drin? Und dann habe ich die verschiedenfarbigen Gläser gesehen und dann dachte ich so, ah, das kenne ich doch. Das kenne ich doch von so 20 Jahren. Nvidia 3D Vision Discovery. Damals, da gab es diese Teile, da konnte man sich vor den PC setzen mit dieser Brille auf und dann hatte man quasi einen 3D-Effekt. Das war wirklich ganz lustig. Ich weiß gar nicht, was aus dieser, ich sag mal, Technologie geworden ist. Schon lange, lange her. Also ich erinnere mich noch daran, dass mein Bruder das, während wir studiert haben, auch mal verwendet hat für CAD. Also ich glaube, das war dann die zweite oder dritte Generation von diesen Brillen. Das gab es dann relativ lange noch. Aber das ist halt auch schon irgendwie 10 Jahre her, ne? Also keine Ahnung, was damit passiert ist. Auf jeden Fall cool, dass es damals ging. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie, ja, dieser ganze VR-Kram oder 3D am Fernseher. Das hat sich halt einfach nie durchgesetzt. Aber passend zu dem DDR3-RAM, der in dem Paket drin war, teste ich hier übrigens auch gerade aus, ja, eigenem Bedarf hier ein bisschen was Altes. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Das seht ihr auf jeden Fall mal irgendwann mal ein Special-Video, wo wir dann ein bisschen mit Extreme Overclocking retro-technisch was machen werden. Ich weiß nicht, wer die Grafikkarte ihr kennt. Das ist die erste Asus ROG-Grafikkarte, die es gab.
Könnt ihr mal reinschreiben, falls ihr wisst, was das für eine ist. Und auch, falls ihr eine Vermutung habt, welches Board das hier genau ist. Wir haben hier auf jeden Fall noch ein bisschen was zu tun und da rede ich jetzt nicht von dem GoChiller Fluid. Das schauen wir uns natürlich auch gleich an. Das ist Hauptthema dieses Videos auf jeden Fall. Heute wird auf jeden Fall gecheckt, wie die Performance ist davon. Nein, wir haben auch noch die zwei Gehäuse und das dritte davon steht noch im Keller. Chic hat gerade gegessen, wie man sieht. Auf jeden Fall, die habe ich gestern oder vorgestern ausgelost. Und ich habe auch schon alle Gewinner benachrichtigt, per E-Mail angeschrieben. Es haben sich leider nicht mal die Hälfte gemeldet. Also ich habe nicht nur die drei Gehäuse verlost, sondern noch so ein paar Goodies nebenbei. Das heißt, wir haben 8 Gewinner rausgehauen und ich habe erst 2 Rückmeldungen bekommen tatsächlich. Deswegen zeige ich euch mal kurz, wer gewonnen hat, so ein bisschen zensiert. Aber vielleicht erkennt sich der ein oder andere und checkt vielleicht mal sein E-Mail-Postfach. Ich will jetzt hier natürlich keine vollständigen Namen leaken und E-Mail-Adressen, aber vielleicht erkennt sich der ein oder andere: Jakob L., Lukas W., Malte, Doppelname, SB, Tim M., Marco B., Max M., Michael B., Armin K. Vielleicht erkennt ihr euch und dann antwortet bitte auf meine E-Mail, dass ich euch die Sachen zuschicken kann. Der ein oder andere von euch kennt vielleicht noch dieses System hier. Und zwar ist es ein OF Dynamic Mini, was wir vor einiger Zeit mit mir auf dem Kanal gebaut haben. Mini-ETX-System, das ist noch Sockel 2066, ist eine CPU, die ich jetzt normalerweise nicht unbedingt im Alltag verwenden würde, aber wir haben die relativ stark übertaktet. Ich glaube, da war ein 10900X drin, also quasi eine 10-Kern-CPU, allerdings auf 2066 Sockel basiert. Und den haben wir auf 4,8 GHz übertaktet und damals im Video war die Temperatur schon relativ hoch, also OC war eben an der Temperaturgrenze. Wir haben hier eigentlich grundlegend alles mit Corsair Wasserkühlungsteilen gemacht, bis auf die Pumpe. Das ist eine Watercool-Pumpen-Ausgleichsbehälter-Kombination. Und die Flüssigkeit, die da drin ist, ist auch die Corsair-Flüssigkeit, also diese XL5 heißt, glaube ich, XL1. Ich weiß es nicht mehr auswendig. Auf jeden Fall, die klare Corsair-Flüssigkeit ist da drin und die besteht ja eigentlich aus, übrigens nicht wundern, ich habe gerade Windows gestartet, deswegen, wenn der da die Software lädt, dann blinkt es vielleicht so ein bisschen. Auf jeden Fall ist da die Corsair-Flüssigkeit drin und die besteht ja aus Wasser und Glykol. Und das halte ich für ein realistisches Testszenario, weil das ist das, was ihr auch zu Hause verwenden würdet. Nur destilliertes Wasser würde ich prinzipiell eigentlich eher davon abraten, weil da auch über lange Zeit ein bisschen Korrosion entstehen kann, Algenbildung, wie auch immer. Deswegen ist ja der Glykolzusatz schon sehr, sehr sinnvoll. So, und jetzt haben wir ja das Go Chiller Fluid, also diese Wasserkühlungsflüssigkeit, ein Premix mit Nanopartikeln, also da sind quasi Graphen-Nanopartikeln drin. Das Ganze wird von FlexGraph übrigens hergestellt, so nennt man die, glaube ich. Die haben mich auch kontaktiert. Ich habe denen zwar noch nicht geantwortet, aber ich wollte jetzt erstmal die Testergebnisse abwarten und wir werden das jetzt mal testen. Und ich denke, bei so einem Szenario gibt es eigentlich zwei unterschiedliche Fälle, die man da betrachten sollte und wahrscheinlich ist der Fall, den die meisten Tester so verwenden würden, ist der statische Fall. Das bedeutet, ich lasse jetzt irgendwie Prime 95 laufen und schaue dann am Ende nach 20 Minuten, wie sind die Temperaturen an der CPU. Und ich glaube, dieser Fall, da wird der Unterschied, falls es einen gibt, sehr, sehr gering sein, weil wir haben einen dauerhaften Energie-Input und auch einen dauerhaften Energie-Output, also wie wir die Energie abführen über die Radiatoren. Und ich denke nicht, dass die Flüssigkeit an diesem statischen System was ändern kann, von Energie fließt raus, Energie fließt rein, zu wir führen die Energie über die Radiatoren wieder ab. Allerdings ist auch so dieser Burst-Fall, also ich schaue jetzt zum Beispiel mal in Cinebench, der ist vielleicht ganz interessant, weil da haben wir kurzzeitig eine Last, die so schnell nicht in die Radiatoren abgeführt werden kann. Aber wenn da die Flüssigkeit vielleicht die Energie effizient aufnehmen kann, hilft es vielleicht was. Also diese zwei Fälle werden wir auf jeden Fall betrachten. Und hier haben wir jetzt die besagte Flüssigkeit. Ich bin mal sehr gespannt. Also man sieht auf jeden Fall, dass da Graphen drin ist. Auf jeden Fall schön schwarze Flüssigkeit. Wir füllen das jetzt einfach mal so ein bisschen in Glas ein, einfach mal zu schauen, ob man da... wie ist das daneben gekippt? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall... ja, Sauerei veranstalten kann ich und... ja, so sieht das Zeug aus. Also wenn man jetzt mal so an dem Glas ran schaut, sieht man jetzt zumindest mal da wirklich keine größeren Partikel. Also das war das, was ich mich erstmal gefragt habe. Klar, die sagen ja Nanopartikel. Aber so kann man das eigentlich relativ gut erstmal nachschauen, wenn sich so das ein bisschen absetzt. Das sind natürlich die Blasen, die ihr auch sehen könnt, aber interessant. Ja. Okay, muss ich gleich erstmal ein bisschen was wegputzen und dann tauschen wir die Flüssigkeit in diesem Teil aus. Ich bin sehr gespannt. Als ich den Rechner damals gebaut und gezeigt habe, haben sich ein paar Leute gefragt,
wie funktioniert eigentlich dieser Loop? Weil die eigentlich alle dachten so, ey, hier geht es raus und wo geht es dann hin im oberen Radiator? Und das Geheimnis ist natürlich in der Rückseite. Also wir haben hier einen Schlauch, der hier rausgeht und dann nach hinten wieder runter geht, ist dann mit diesem Radiator hier verbunden. Und ja, also das ist meistens das, was man verstecken möchte. Kabelmanagement ist jetzt hier so nicht so deluxe gelöst, ne? Das könnt ihr vielleicht mal ignorieren, aber so war das damals auf jeden Fall mit der Verschlauchung gemacht. Ich habe das System jetzt erstmal komplett geleert und dann zweimal komplett mit destilliertem Wasser durchgespült, weil ich weiß jetzt natürlich nicht, aus was das sonst noch besteht. Könnte man vielleicht mal schauen, ob man ein Sicherheitsdatenblatt findet, was da sonst noch drin ist, weil ich weiß jetzt nicht, ob da auch irgendwie Glykol mit drin ist oder sowas. Das wollte ich ungern vermischen und so die Testergebnisse irgendwie verfälschen. Deswegen komplett gespülter Kreislauf zweimal, das sollte reichen. Und jetzt füllen wir da mal das GoChiller Premix ein. Beim Einfüllen hat es so ein bisschen was von diesem Mayhems-Zeugs, wo man so ein bisschen Partikel sieht. Ich weiß gar nicht, ob man das auf der Kamera sehen kann. Wahrscheinlich eher nicht so. Naja. Ich habe mich am Ende jetzt doch entschieden, Gaming-Benchmarks noch zu machen. Ist einfach ein bisschen anwendungsnäher, sage ich mal, was am Ende für euch da draußen interessant und entscheidend sein dürfte. Ich habe jetzt gerade Remnant from the Ashes laufen. Das läuft jetzt erstmal so 15 Minuten, einfach um das System einheitlich auf Temperatur zu bekommen. Genauso habe ich es am Anfang mit dem Corsair-Flüssigkeitsdingens auch gemacht. Und jetzt überlegen wir nochmal kurz so, denken wir nochmal über die Graphengeschichte an sich nach, was so die Vor- und Nachteile sein könnten. Nachteile erstmal natürlich elektrische Leitfähigkeit von Graphen, wobei ich das persönlich eher vernachlässigen würde, weil egal, was ihr für eine Flüssigkeit reinpackt, die ist am Ende immer noch teilweise elektrisch leitfähig. Auch destilliertes Wasser, spätestens wenn das mit Luft in Kontakt kommt, dann wird es sowieso leitfähig. Das macht keinen Unterschied. Ist egal, welche Flüssigkeit ihr drin habt, ist tendenziell immer ein Risiko für eure Hardware. Dementsprechend würde ich das als Argument erstmal abschießen. Natürlich, wir haben Partikel drin, Feststoffe, und das kann immer ein Problem werden. Vielleicht setzen sich die Kühler zu. Das werden wir im Laufe der Zeit sehen, denn dieser PC, den bekommt mein Bruder und vielleicht testet er dann einfach mal ein, zwei Jahre und dann werden wir sehen, wie sich das Ganze verhält. Was man auch wissen muss, ist, dass Graphen nicht gleich Graphen ist. Denn es gibt es in unterschiedlichen Schichtstärken, unterschiedlichen Größen und das Zeug ist einfach auch unfassbar teuer. Deswegen ist die Frage, was von dem Zeug ist da wirklich drin? Ist es wirklich das kleinstmögliche Zeug? Weil das ist mega, mega teuer. Da zahlt ihr für einen Gramm locker 10, 20 Euro. Teilweise sogar noch mehr, je nachdem, was es für eine Reinheit hat. Und dementsprechend kann da von diesem ultra guten und teuren Zeug auch nicht so viel drin sein. Aber ich habe, wie gesagt, keine Ahnung. Dementsprechend muss man sich da auch zurückhalten, was irgendwelche wirklichen Aussagen betrifft bezüglich Wärmeleitfähigkeit. Kann man null Rückschlüsse ziehen. Also dazu kann man leider gar nichts sagen. Mal kleiner Funfact nebenbei, bei GoChiller auf der Website wird auch damit geworben, dass das Zeug wenig schäumt. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, also ich habe selten Material gesehen, was so viel schäumt. Kleines Zwischenupdate mit einem ordentlichen Fail. Upsi! Seht ihr den Lüfter? Und seht ihr den Lüfter? Ja, ihr seht auch, es ist kein FlexGraph bzw. kein GoChiller mehr drin, weil ich mir nicht sicher war, was die Testergebnisse betraf und deswegen habe ich das jetzt nochmal gespült und nochmal das Corsair XL5 reingefüllt und dabei ist mir leider ein bisschen von diesem GoChiller-Zeugs rausgelaufen an dem Ausgleichsbehälter drunter. Ich weiß nicht, ob man die Spur noch sieht und dann unten in den Lüfter rein. Ah, okay, es funktioniert noch alles, also jetzt mal nicht so schlimm. Aber man sieht, wie noch so ein bisschen Flüssigkeitsreste unten im Lüfter drin hängen. Ach, ja, sowas sollte natürlich nicht passieren, aber kommt schon mal vor. So, jetzt mache ich die Testergebnisse nochmal, die Anfangstestergebnisse, und dann sprechen wir uns gleich wieder und schauen, was sich dann ergeben hat. Ja, schwieriger, schwieriger Fall. Schauen wir uns kurz die Diagramme an. Wir starten mit dem Cinebench R15 mit Corsair XL5. Ihr seht links unten, also am Anfang vom Diagramm, haben wir erstmal so 10 Sekunden nichts. Dann steigt die Last und damit die Temperatur eben stark an, bis knapp unter 80 Grad Celsius. Und nach so circa 15 bis 20 Sekunden ist der R15 dann auch vorbei und hinten die Last fällt wieder ab und auch die Temperatur. Temperatur ist bei allen Kernen so zwischen 70 und 80 Grad Celsius und ich habe dann oben die komplette Zeit unter Last genommen und habe dann den Mittelwert der Temperatur über die komplette Zeit zwischen allen Kernen gebildet und das ist bei diesem Fall eine Durchschnittstemperatur von 73,4 Grad Celsius. Wenn wir jetzt zum GoChiller Premix wechseln, habt ihr hier genau das gleiche Diagramm.
Wir sehen, die Peak-Temperatur ist minimal niedriger. Das heißt, wir sind nicht so nah an 80 Grad Celsius mit allen Kernen. Komischerweise haben wir aber eine etwas höhere Durchschnittstemperatur von ca. 75,1 Grad Celsius. Schauen wir uns jetzt aber mal kurz Remnant from the Ashes an. Wir starten mit dem Corsair XL5 wieder. Da seht ihr ca. eine Minute an Gameplay, also unten. Da dürft ihr nicht verwechseln, das, was da mit Punkten steht, das sind Messwerte, das ist nicht in Sekunden. Das solltet ihr nicht verwechseln. Und auch hier habe ich wieder die Durchschnittstemperatur über alle Kerne, über die Zeit gebildet. Sind wir hier bei 46,2 Grad Celsius und wenn wir hier zu GoChiller wechseln, sind wir bei 44,4 Grad Celsius, also ca. 2 Grad niedrigere Temperaturen. Also spontan tue ich mir sehr schwer, da jetzt ein eindeutiges Urteil zu fällen, weil im Cinebench war es minimal schlechter, in Remnant from the Ashes 2 Grad besser, aber eben nicht die 6 Grad Celsius, die ich da auf der Homepage gesehen habe. Das habe ich auch absolut nicht erwartet, das hätte ich auch nicht für realistisch gehalten. Sonst wären da auch andere schon drauf gekommen und auch selbst bei den 2 Grad Celsius, die ich da sehe, muss man natürlich sich auch eher fragen, so, was sind da die Messtoleranzen? Zimmertemperatur kann ich zumindest mal sagen, die war eigentlich gleich, aber ja, sehr, sehr, sehr schwieriges Thema. Ja, damit sind wir auch schon durch. Das Ganze hat jetzt tatsächlich auch den ganzen Tag gedauert, weil ich die ganzen Messungen zweimal gemacht habe. Das heißt, ich war mir bei den Messergebnissen unsicher, ob das jetzt so passt oder ob ich vielleicht doch einen Fehler gemacht habe, was ich natürlich nicht tun möchte. Deswegen habe ich dann GoChiller wieder abgelassen, habe dann den ganzen Kreislauf wieder geflutet, mehrfach, also natürlich damit die ganzen Reste rauskommen, dann wieder XL5 eingefüllt und dann wieder GoChiller, habe das alles wiederholt und bin auf die gleichen Ergebnisse gekommen wie vorher, also ja. Alles klar, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, macht's gut, wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag, bis zum nächsten Mal, ciao.